gibt überall diese besonderen Plätze, die uns mit dem Göttlichen, mit dem großen Ganzen verbinden. Wenn du dich verbinden möchtest, kann es eine gute Idee sein, einen Altar zu nutzen. Wie komplex oder witchy oder magisch der ausschaut oder wie Instagram-tauglich, sagt nichts aus über seine Power. Ein Altar ist auch, man könnte sagen, sowas wie ein magisches Schaltpult, an dem man als Magier zwischen den Welten agiert. Steine, Muscheln, Federn, Kristalle, Hölzer, Fotos, Tagebuchseiten, Ansichtskarten, Schmuck, egal was. Es gibt keine fixen Regeln. Klingt vielleicht ein bisschen albern, ein bisschen kindisch? Ja, vielleicht. Aber es funktioniert.